PC Player 1 an Tower Point, PC Player 1 an Tower Point, stehe auf Startbahn 22 und bitte Startfreigabe. Sie haben Startfreigabe, PC Player 1, guten Flug. Danke, Roger Tower Point. Hier befinden wir uns in der Baracke auf dem Flughafen und von hier aus erreichen wir alle wichtigen Punkte des Programms, um es zu beginnen. Hinter mir sehen Sie die Flugzeuge, die Sie auswählen dürfen, und dort hinten in der Ecke steht der Globus, mit dem man alle anderen 5 Fluggebiete erreicht. An der Wand dort ist die Tafel, mit der Sie die einzelnen Flugstunden auswählen, Ihrem Können entsprechend. Und rechts daneben in dem Bücherregal finden Sie die Logbücher, mit denen Sie alle geflogenen Flüge noch einmal ansehen können. Und mit dem letzten großen Icon hier an der Wand starten Sie die Kunstflugkurse, mit denen Sie wertvolle Punkte sammeln können für die Highscore-Liste. Nun wollen wir versuchen, einen schönen Looping zu fliegen und nehmen dazu eine kleine Trainerstunde. Auf dieser Schautafel wird uns genau gezeigt, wie wir fliegen müssen. Man muss erst versuchen, die Höhe anzugleichen, etwas Geschwindigkeit zu gewinnen, dann sachte zu ziehen, immer dasselbe Geschwindigkeit zu halten während des Steigens, und wenn man auf dem Kopf oben steht, muss man kontrollieren, ob man richtig fliegt, und dann im Ausgleichen wieder richtig hindrehen und dann möglichst die Geschwindigkeit und die Höhe halten. Jetzt wollen wir das Ganze mal selber versuchen. So, nun sitzen wir hoch in den Lüften unserem Flugzeug, müssen versuchen, das Ganze gut auszurichten, weder nach links noch nach rechts zu hängen, auch nicht zu langsam zu werden. Und während unser englischer Lehrer uns noch Anweisungen gibt, versuchen wir jetzt die Höhe richtig zu halten, kontrollieren dabei die Anzeigen und ziehen jetzt, beginnen den Looping, blicken etwas nach links und nach rechts und richten jetzt langsam das Flugzeug wieder aus, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, und eigentlich sah es recht gut aus. Auch der Fluglehrer ist zufrieden, war zumindest schon besser als beim ersten Versuchen. Willkommen bei Flight Unlimited. Nur fliegen ist schöner. Denn welche Flugsimulation hat schon realistische Lichtreflexe auf der Cockpitscheibe? Und wenn man rechts etwas aus dem Cockpitfenster guckt, sieht man echte Berge, realistische Täler. Und wenn man nach links etwas rüber guckt, sieht man einen Fluss, man sieht eine echte Landschaft, man sieht einen Flughafen. Und beachten Sie eines, wenn man jetzt etwas nach oben zieht, der Himmel verändert sich so, wie man es gewohnt ist. Flight Unlimited ist Fliegen pur. Optisch ist Flight Unlimited eine echte Sensation. Wenn man das Programm zum ersten Mal sieht, sagt man sich, wow, das ist die ultimative Simulation. Und dann fliegt man und genießt das realistische Gefühl des Flugzeuges. Nur nach dem Fliegen, was kommt dann? Dann fliegt man etwas in der Gegend herum, versucht sich Objekte näher anzusehen und dann kommt die große Enttäuschung. Es gibt dort keine echten 3D-Objekte, sondern nur Texturen. Je näher man zum Boden kommt, umso unrealistischer wird die Grafik. Es ist nicht wie bei anderen Simulationen, wo man unter Brücken durchfliegen kann oder sich Objekte näher ansehen kann. Nein, es ist nur eine reine Simulation, es ist nur Grafik, und was nutzt die beste Realität, was nutzt die beste Grafik, wenn das Spiel dabei zu kurz kommt? Flight Unlimited ist für mich ein ganz wunderbares Beispiel, wie man aus einem etwas abgestandenen Genre, in diesem Fall der zivilen Flugsimulation, noch was spielerisch sehr Interessantes machen kann, ohne gleich in das Genre der militärischen Simulation zu verfallen, in denen doch recht viel geballert wird. Mit Flugkunststücken, Trainerstunden und einer waschechten Highscore-Liste werden auch diejenigen unter uns ins Cockpit gezerrt, die sowas normalerweise nicht anfassen würden. Die realistische Grafik tut sicherlich ihr Stück dazu, wobei mich das Fehlen von 3D-Objekten nicht so sehr stört wie Gregor. Schließlich würde man die eh nur bei Start und Landung sehen. Alles in allem kann ich Flight Unlimited jedem ans Herz legen, der auch nur ein Funken Interesse an der zivilen Luftfahrt hat.